Beim letzten Mal haben wir vorsichtig expandiert, was auch sehr gut geklappt hat, muss ich sagen. Ob das heute so schön weitergeht, das steht allerdings noch in den Sternen. Jawohl, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu diesem wunderbaren Aufbauspiel Endzone A World Apart von Gentleman Studios aus Wiesbaden. Ist es die Möglichkeit? Ich bin der Vorbote und ich würde euch empfehlen, bleibt mal schön dran, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und habt viel Spaß. Ja, also vielen Dank fürs Einschalten und wie es sich für uns Minenarbeiter gehört, ihr seid hier auf dem Minenarbeit-YouTube-Kanal, bauen wir natürlich auch eine Mine. Ja, wir haben auch Minen im Programm hier im Spiel. Sehr schön. Ja, wir sind noch lange nicht durch, Kinders, ne? Möchte ich auch mal erwähnen. Auch nachdem jetzt die letzten Folgen wirklich ganz gut gelaufen sind und wir schöne Fortschritte gemacht haben, sind wir noch längst nicht durch. Jetzt brauche ich erstmal ein paar neue Wege. Die finden wir am besten vorzugsweise unter Logistik. So. Ja, hier bauen wir die mal schön aus. Boah, komm, machen wir hier mal so richtig schön einen doppelten Weg. Da können wir dann auch einen Garten hin. So dazwischen, ne? Und vor allem brauchen wir jetzt hier einen guten Weg. Vielleicht auch direkt einen doppelten. Einen doppelten. So. Damit das hier geschmeidig läuft. Ansonsten können wir sowieso mal ein bisschen umsehen. Was haben wir denn alles bereits erreicht hier im Spiel? Es, ja, ein paar zwar gut bestellte Felder, aber auch ein bisschen verseuchte Felder. Ich weiß nicht, woran es genau liegt, denn unser Dekontaminierungsposten, der hatte sein Produktionslimit schon erreicht. Da ist eigentlich gut was los. Hier hinten ist zum Beispiel noch so ein... Ach, daran liegt das. Daran liegt das. Ich habe hier gar keinen... Der Arbeitsbereich. Ach, das müssen wir jetzt bei dem Dekontaminierer auch noch machen. Ja, komm, der hat da oben ja kaum was zu tun. Dann machen wir das mal hier auf die Lager. Das ist doch irgendwie wichtiger, ne? So. Wieder was dazugelernt. Was ist noch neu? Ganz toll. Endlich können wir uns ein bisschen verteidigen. Wir werden ja ab und zu mal hier erpresst von irgendwelchen Pack, sag ich mal, ja? Und Gesocks. Was hier so rumrennt und uns irgendwie alles kaputt macht und uns beklaut. Aber jetzt haben wir hier einen Wachposten. 5 Milizen arbeiten da drin. Ist jetzt gerade ein Problem, weil wir Metallprojektile noch brauchen. Können wir noch nicht herstellen. Ich weiß nicht, wo können wir die denn eigentlich herstellen? Moment, da muss ich mal eben schauen, wo das überhaupt zu machen ist. In der Munitionsfabrik, von der wir natürlich noch keine haben. Ich denke, ich baue mal einfach eine. Auch wenn wir die wahrscheinlich noch nicht versorgen können oder hier mit Materialien bestücken können. Ist das ein guter Ort hier neben dem Lager an dem Feld? Ja komm, mach mal einfach mal hier hin. Relativ weit weg von diesem einen Wachturm. Allerdings werden wir ja noch mehr Wachtürme brauchen. Die kommen ja nicht immer nur aus einer Richtung, die Angreifer. Ne? Also müssen wir hier an jeder Ecke einen Wachturm unterbringen. Sowieso mal schauen, wie weit sich die Stadt noch ausbreiten würde. Also ein bisschen werden wir noch brauchen. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen nachlegen. Kann das sein, dass wir hier etwas wenig Leute haben? Baumeister können wir noch etwas reduzieren. Dann hätten wir hier wieder 2 Siedler frei. Bergarbeiter brauchen wir im Augenblick noch nicht. Erst gleich, wenn die Mine fertig ist. Bis dahin... Oh, ist schon fertig. Ist schon fertig. Na, dann habe ich nichts gesagt. Na, dann hauen wir hier mal rein. Bergarbeiter. So. Ist doch wieder einer abgenippelt oder was. So, komm. Jetzt aber. Dann schauen wir hier auch mal rein. Liegt ja gerade nah. Und zwar fördern wir jetzt schon Schwefel. Das ist natürlich sehr gut. Nehmen wir an, dass wir Schwefel für unsere Munition benötigen. Und Kohle ist demnach wahrscheinlich noch nicht erforscht. Da müssen wir sowieso auch mal reinschauen. Seht ihr, es nimmt kein Ende. Ne? Wir haben so viel zu tun. Barrikaden, Sirenenturm. Barrikaden sind auch nicht schlecht. Können wir vielleicht auch mal dran denken. Im Grunde brauchen wir das ja alles hier. Immunität, Wissenstransfer, Lagerhaus, eine Raffinerie, Abbau von Kohle, seht ihr, das müsste ich noch erforschen. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch, weil wir ja eine Köhlerei haben, die auch sehr gut funktioniert und uns ganz gut versorgt. Immer wieder muss ich erwähnen, es ist ganz wichtig, dass man nicht zu schnell expandiert und vor allem nur Bevölkerung versucht wachsen zu lassen, ne, sondern der Rest
muss auch mitwachsen. Es muss also alles wirklich schön ausgewogen bleiben die ganze Zeit, sonst ist hier schnell ratzefatze aus die Maus. Und ausgebaute Werkstatt ist vielleicht auch nicht schlecht, ausgebaute Schneiderei. Ja, was machen wir denn jetzt? Komm, irgendwas will ich erforschen. Wir haben 4 Forschungspunkte oder Wissenspunkte zur Verfügung. Forschungsutensilien sind auch noch da. Oh, das müssen wir auch machen, das direkt nochmal ein bisschen weiter erkunden. Komm, wir machen jetzt die Barrikade. Okay, komm, Forschung starten. So, die Wetterstation wäre auch eine Option gewesen. Ist auch sehr praktisch, da kann man halt einen Wetterbericht einholen. Und auch im Notfall hier die Felder so abdecken und sowas. Ja, das ist auch ganz cool, dass sie nicht so verstrahlt werden. Hervorragend. Nee, sonst läuft es ganz gut. Ihr seht hier diese Pfeile, das sind... da haben wir die Produktionskapazität jetzt erreicht. Ja, Produktionslimit und Plastik. Ja, ich weiß nicht, können wir ruhig mal hochsetzen. Ich bin schon der Meinung, mehr ist mehr und sollten ruhig was auf Lager haben und ein bisschen produzieren. Was soll ich sonst jetzt hier mit dem? Der kann doch ruhig weiterarbeiten. Ja, die Schneidereien, wie immer, ist immer noch so, benötigen Stoff. Leider, haben wir einfach zu wenig. Ich finde nicht die richtigen Sachen. Deswegen gucke ich jetzt mal eben schnell, ob wir eine schöne Expedition starten können. Vielleicht zum Fast-Food-Restaurant. Warum nicht? Ich meine, ne? Da finden wir vielleicht auch was zu futtern. Bisschen Hanf. was wir unbedingt brauchen. Ich habe jetzt hier euch auch immer Blödsinn erzählt. Ich habe das ganze System auch noch nicht wirklich so hundertprozentig durchschaut. Diese Aktionspunkte hier irgendwie, das hat noch was mit diesen Rationen zu tun. Und diese Rationen erlauben Ruinen mehrmals zu untersuchen, bevor die Expedition zurückkehren muss. Ja, und das ist ja doch noch was anderes, als was ich immer dachte. Es wäre einfach nur Nahrung für die oder so, ja. Und dann nehme ich immer das Doppelte, was weiß ich, für einen Hin- und Rückweg. Keine Ahnung, bin ich jetzt erst hintergekommen. Ist halt viel zu lesen, viel zu gucken und oft so ein bisschen versteckt und nicht wirklich intuitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt mal so wirklich richtig ehrlich, dieses Expeditionssystem hier im Spiel ist eine tolle Idee, das sage ich direkt, das ist eine tolle Idee. Aber die Umsetzung, da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Ich finde, das ist nicht intuitiv genug gelöst und man tappt doch oft ein bisschen im Dunkeln, macht da was falsch, was sehr ärgerlich ist, weil es doch sehr lange dauert. Werkzeuge nehmen wir jetzt mal, Metallwerkzeuge mit und Schutzkleidung vielleicht auch mal. Haben wir aber nichts gerade, sehe ich hier an diesem. Müssen wir dann einlagern. Komm, machen wir auf jeden Fall mal jetzt, ist egal. So, die versammeln sich jetzt hier im Expeditionsposten. Kennen wir schon das Spielchen, ja? Aber man darf es nicht vergessen. Ja, man muss praktisch dauernd irgendwie eine Expedition losschicken. Wenn ich das richtig verstanden habe, Erkundungen kann man mehrfach durchführen. Da können wir vielleicht auch noch mal ein paar... Ja, machen wir das direkt auch noch mal hier. Warte mal. Expeditionsfenster öffnen. So. Und da können wir hier so durchklicken. Oder hier auf der Karte direkt was anklicken. Und diese Fragezeichen zum Beispiel, die können wir auch noch mal ansteuern. Interessanter Ort. Kundschafter schicken. Daneben noch einen. Wir haben ja mehrere Kundschafter. Also können wir das direkt mal erledigen hier. Ja, dass wir alle Fragezeichen abarbeiten. Im Laufe der Zeit jedenfalls. Und dann hier schon mal der Reihe nach alles angucken gehen können. Ist ja gut, das ist gut gemacht, ne? Hier kann man sehen, was abgehakt ist. Also langsam verstehe ich das auch. Ja, und das Bautempo ist auch wirklich nicht übel. Ist schon fertig hier unsere Munitionsfabrik. Gucken wir sie uns an. Metallprojektile und Gummigeschosse können wir hier herstellen. Metallprojektile brauche ich besonders, weil wir die im Wachturm einsetzen. Und hier sagt mir das Fragezeichen ist gerade verschwunden in dem Moment, wo ich mir das angucken wollte. Ich glaube, es ist Material unterwegs. Ich bin mir jetzt nicht... Also, da steht, was wir brauchen. Gut, Kohle, Schwefel, seht ihr? Schwefel und Metall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das scheint zu funktionieren. Springen wir kurz rüber zur Mine. Weg ist auch fertig. Oh, was ist denn jetzt los? Gescheiterter Auftrag. Ein wenig Strahlung. Ja, das war klar. Ja, okay, da habe ich mich jetzt nicht mehr drum gekümmert. Das sind diese kleinen Nebenaufträge, die man hier annehmen sollte, so häufig es geht. Jetzt habe ich blöderweise nicht aufgepasst. Das lag, glaube ich, aber auch daran, ja, die Dekontaminierungskits, die waren zu wenig, weil ich da gesehen hatte, dass da nichts mehr hergestellt wird. Keine Ahnung, es war jedenfalls zu wenig. Und ich habe es nicht mehr hinbekommen. Ja, das ist dann schon schlecht, weil das immer hier einen Punktabzug gibt.
Die Laune verschlechtert sich dann. Ihr seht sowieso, gucken wir mal lieber nicht so genau hin. Ne? Hier relativ hohe Strahlung mal wieder. Wir sterben auch so ein bisschen aus. Aber wir haben genug Kinder, die danach kommen. Und jetzt wollte ich hier nochmal eben reinschauen, dass das alles läuft. Es läuft wunderbar. Dann gucken wir lieber die wichtigen Sachen an. Und zwar, dass wir vielleicht doch nochmal hier so 2, 3 Häuser ausbauen. Zu einer stabilen Hütte. Das war ja mein Plan. Ihr erinnert euch. Das ist unsere Wohnsiedlung. Mehr Wohnhäuser haben wir nicht. Das hab ich schön hinbekommen, ne? Dass das alles so auf an einem Ort ist, sag ich mal. Und nicht so kreuz und quer. Ist ein bisschen übersichtlicher, lässt sich auch leichter bespielen. Dann muss man nicht jedes Gebäude so absuchen. Wo ist nochmal ein Wohngebäude und so. Ja, ich denke, wenn wir uns hier noch weiter ausbreiten, weiter expandieren, dann sollten wir nochmal so eine Siedlung bauen, so schön sortiert. Ringsherum kannst du dann schön die ganzen Industriegebäude anordnen und noch ein paar Farmen. Sind ja auch alles Arbeitswege, die dir abschreiten müssen. Also sollte alles nicht zu entfernt sein. Also es macht jetzt nicht so den Sinn, ne? Also hier nur Wohnsiedlung und ganz am anderen Ende Industrie zu machen. Das ist sicher nicht so eine gute Idee. So, Dekontaminierungskits haben wir noch ein bisschen zu knapp. Schauen wir doch mal, woran es liegt. Ist denn hier, sind alle Leute noch da? Das sind jetzt hier wirklich die schönen Routinearbeiten, wie wir immer machen. Wasserträger haben wir genug, das ist alles okay. Ja, das ist... Fischer könnten wir noch einstellen, wenn wir einen hätten. Ja. Baumeister können wir im Moment, glaube ich, reduzieren. Kamen immer mal 5 Baumeister, weil es ist ja jetzt echt nicht so tragisch. Im Moment gibt es nicht viel zu bauen. Dann noch ein Fischer, wegen der Nahrung ist auf jeden Fall immer gut. Noch ein Förster, ein Kräutersammler, alles klar. Techniker auf jeden Fall. Und die Bergarbeiter können wir auch nochmal hier einstellen, damit das wird. Und der Dekontaminierer ist tatsächlich nur noch einer von 2 da. Ich hatte die schon mal alle komplett, aber wirklich hier so ein bisschen die Orientierung verloren. Huch, kurz mal erschreckt. War nur Autosave. Ich liebe Autosave. Gibt es irgendein Spiel, wo das unmerkbar so läuft? Nee, ne? Viele unserer Siedler werden immer älter. Oh, wir sollten wieder für Nachwuchs sorgen. Ja, klar. Mache ich doch alles. Ich kann auch nicht alles alleine machen, Mensch. Damit unsere Siedlung nicht an Überalterung zugrunde geht. Mache ich doch. Machen wir auf jeden Fall. Wir sollen noch 2 Hütten errichten, dann haben wir das. Ja, das schaffen wir doch, Kinders. Das zerstört jetzt natürlich nur voll mein Konzept meiner schönen Siedlung hier, der zusammenhängenden. Jetzt muss ich doch 2 einzelne Häuser bauen. Aber ich glaube, das ist hier noch eine schöne Ecke dafür. Das macht auch Sinn. Hier ist ja noch eine Zuflucht. Das ist auch schon unsere 2. Ja. Problem, dort wird sich nicht vermehrt. Ich weiß, wer die Serie verfolgt, der hat das schon, der kennt das schon alles. Aber ich muss ein paar Sachen immer mal wiederholen. Auch für mich selber, jetzt nicht nur für neue Zuschauer. Sondern um mir dann selber bewusst zu machen. Denn, wie gesagt, das ist für mich auch so ein bisschen ungewohnt. Lange auch nicht so ein Aufbauspiel mal so richtig durchgezogen. Ich bin ja doch eher so ein Kreativspieler und Open World und so, ne? Wer es nicht weiß, ne, ruhig mal auf dem Kanal ein bisschen umgucken. Ist immer schön sortiert. Bei mir ist immer alles ordentlich und fein. So soll das sein, Freunde. So, jetzt schauen wir mal hier nach Häusern. Komm, gehen wir direkt in die vollen. Bauen wir 2 schöne. Passen hier 2 hin? Nee, leider nicht. Ja, dann machen wir den einen Weg da vielleicht oder hier noch hin. Ne? Geht das hier vielleicht so? Auch nicht so doll, ne? Ja, komm, dann machen wir hier zu. Da muss der Weg hier, das muss ja keine Kreuzung sein. Ne? Ich versuche halt schon so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ja, das scheint zu passen. Sah es komisch aus, ne? Ja, und unsere Schule. Um die mache ich mir ein bisschen Sorgen. Obwohl ja gerade sind nicht so viele Kinder da, offenbar reicht es wohl doch. Das habe ich extra aktiviert, weil ich gemerkt habe, dass man auf den Expeditionen irgendwie ständig so Abzeichen braucht. Ich denke mal, das wird irgendwie gute Auswirkungen haben. Apropos Expedition. Expedition wird immer noch vorbereitet. Na dann, haben wir denn inzwischen schon ein bisschen neue Erkenntnisse gewonnen? Gucken wir mal hier rein. Und zwar... Der Mähdrescher hier, ja, der ist leider noch niemand da, aber das sind unsere Leute. Kann das sein? Boah, sieht doch mal, wie langsam sie sich bewegen. Man sieht das überhaupt nicht, ne? Aber das sind unsere Erkunder. Komm, wir huschen mal dahin. Das geht leider nicht mit dem Klick.
Und ich habe auch keine Chance, sie jetzt hier zu finden in dem Nebel. So, da haben wir doch tatsächlich gerade ein Kleidungsgeschäft gefunden, just in diesem Moment. Ich habe mir das mal angesehen, war früher wohl mal ein Geschäft für Kleidung. Im Erdgeschoss sieht man auch eine Schaufensterpuppe. Das Haus ist nicht mehr im besten Zustand, scheint aber noch nicht geplündert worden zu sein. Das ist gut. Könnte sich lohnen, eine Expedition herzuschicken, ja. Ja, andere Expedition ist ja noch unterwegs, aber auf jeden Fall wissen wir hier schon mal Bescheid. Wo sind wir? Hier? Da müsste die andere daneben ja auch gleich schon erreicht sein. Und hier oben, die beiden Punkte nähern sich auch allmählich. Hier oben, das ist übrigens ein Mähdrescher nochmal. Hinter dem bin ich ja immer total her, weil... und die Forschung, es überschlägt sich. So, und den Auftrag haben wir gleichzeitig auch noch erfüllt. Das ist doch nicht zu glauben, das ist ja richtig erfolgreich. Kinders, super. Und noch ein interessanter Ort. Ja, was soll ich sagen, der Mähdrescher ist klar wegen der Samen, ne? Also Hanf. Wegen der Stoffe und so, also hoffe ich mal einfach darauf, dass wir das beim Mähdrescher finden. Ja, was machen wir denn, wenn wir keinen Hanf finden bei dem Mähdrescher? Ne, dann hätten wir immer noch die Möglichkeit, einen Handelsposten zu errichten, was wir sowieso tun werden. Und da können wir das Zeug eventuell bei einem Händler kaufen. Ob das so passiert, weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ihr auch nicht, müsst ihr euch beim nächsten Mal anschauen. Ich hoffe, heute hattet ihr euren Spaß. Dann lasst es mich wissen, haut auf den Like-Button, dass es so eine Freude ist. Denn ihr wisst ja, YouTube ist nur so gut wie seine Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage mal, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch auch von meiner ewigen Suche nach Hanf keine Angst einjagen.